Mein Name ist Markus Theunissen und wir befinden uns hier auf dem Familienbetrieb der Familie Theunissen in Gerhardsfeld bei Wipperfürth im Oberbergischen Kreis. Wir haben bis dieses Frühjahr hier in diesem Stallgebäude 80 Milchkühe gemolken. Die wurden da hinten im Melkstand gemolken und haben neben der Milchproduktion auch gleichzeitig unsere Kühe zuchtmäßig weiterentwickelt. Das ist so, dass wir das 40 Jahre lang gemacht haben. Ich für meinen Teil habe mit 14 Jahren entschieden, Landwirt werden zu wollen und meine Eltern haben mir das ermöglicht. Unsere Kinder mögen die Landwirtschaft, arbeiten gerne mit Tieren, aber für sie war klar, sie wollten nicht 365 Tage im Jahr 24 Stunden zuständig sein für die Tiere. Für mich war es eine Lebensaufgabe, beziehungsweise für uns, weil meine Frau stammte auch von einem landwirtschaftlichen Betrieb. Und für uns stand fest, dass irgendwann, wenn ich bzw. wir so um die 60 sind, das Heft in andere Hände legen wollten. Es hatte sich dann zufälligerweise ergeben, dass ein Nachbarbetrieb sich vergrößern wollte und wir kooperieren jetzt zusammen, dass wir die Jungtiere aufziehen und unsere Milchkühe sind zum größten Teil zu diesem Betrieb gegangen. Die restlichen Kühe konnten wir an interessierte Landwirte vermarkten, die ihre Zucht auch weiterentwickeln wollten. Und das sind Sachen, die einen Landwirt dann hinterher schon freuen, dass man nicht alles verkehrt gemacht hat. Natürlich, in dem Moment, wo die Tiere weggehen, ist es nicht einfach. Wir haben versucht, auch andere Junglandwirte dafür zu interessieren, solch einen Betrieb zu übernehmen. Nur die Landwirtschaft ist ein sehr kostenintensiver Beruf, sodass man ohne ein finanzielles Background nicht in der Lage ist, solch einen Betrieb zu stemmen. Und da dies nicht möglich war, haben wir halt diesen Weg gewählt, weil wir wollten nicht hinterher, dass es den Tieren schlecht geht, wenn man aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kann und der Betrieb sich immer weiter zurückentwickelt.